Shinji Kagawa und Borussia Dortmund gehen getrennte Wege, zum zweiten Mal. Der Japaner war insgesamt 6,5 Jahre Teil des BVB und feierte mit dem Verein große Erfolge, wie beispielsweise das Double in der Saison 2011/12. Nun wird er für ein halbes Jahr an Beşiktaş Istanbul ausgeliehen. Der Deal ging am Donnerstagabend kurz vor Ende der Transferfrist über die Bühne. Ob der 29-Jährige jemals wieder das schwarz-gelbe Trikot der Borussia überstreifen wird, darf bezweifelt werden. Kagawa war bereits nach einem Zwei-Jahres-Intermezzo bei Manchester United, 2012 bis 2014, nach Westfalen zurückgekehrt. Anzeige von ganzem Herzen, vielen Dank. Die Zweifel werden durch eine emotionale Nachricht an die BVB-Fans bestärkt. Via Instagram verabschiedete sich der Mittelfeldspieler mit folgenden Worten: Ich konnte diese Saison dem BVB nicht helfen, aber bedanke mich bei euch für die tolle Unterstützung bisher. Dazu postete Kagawa diverse Bilder von der Südtribüne oder wie er von BVB-Fans umarmt wird. Ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung. Von ganzem Herzen, vielen Dank. Ich hoffe, dass der BVB deutscher Meister wird, schrieb der Edeltechniker, der 216 Mal für den BVB auflief und insgesamt 60 Tore erzielte. Großkreuz verabschiedet Kagawa. Auf die emotionale Nachricht reagierte ein langjähriger BVB-Weggefährte des Japaners. Kevin Großkreuz wünschte in den sozialen Medien seinem japanischen Freund viel Erfolg. Wir haben nie eine Sprache gesprochen, aber irgendwie haben wir uns trotzdem immer verstanden, unterstrich Großkreuz das besondere Verhältnis. Gemeinsam wurden sie 2010/11 und 2011/12 deutsche Meister und holten 2012 den DFB-Pokal. Hoffen auf mehr Spielzeit. Auch Borussia Dortmund nahm zum Kagawa-Abschied Stellung. Shinji ist nicht nur ein herausragender Fußballspieler, sondern auch ein großer Freund unseres Vereins. Wir wollten ihm diese Bitte nicht verwehren, würdigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Japaner. Bei Beşiktaş sieht Kagawa die Chance, vermehrt zum Einsatz zu kommen. Unter Trainer Lucien Favre kam er kaum zum Zug und bestritt in der Hinrunde nur 4 Pflichtspiele für den BVB. Thank you.